Ja, ich glaube, die erste Halbzeit war schon sehr, sehr gut. Sehr konzentriert auch und in der Abwehr aggressiv, auch gut immer in den 2-gegen-2-Situationen um die Kreisläufe herum verteidigt. Die Österreicher gut unter Druck gesetzt, die dann auch zu einigen Fehlern gezwungen und es war schon sehr gut. Ja, meine Abwehr war in der ersten Halbzeit fantastisch. Also, was die Jungs da geleistet haben, war wirklich außergewöhnlich. Natürlich war es ein Anführungszeichen, ja, nur Österreich, aber man hat gesehen im ersten Spiel, was für eine starke Mannschaft es ist. Man hat das bei der EM gesehen, wenn sie jetzt natürlich ihren absoluten Topstar Nikola Bilic nicht dabei hatten. Aber so wie meine Jungs da Abwehr gespielt haben, hätte es, glaube ich, jede Mannschaft der Welt vor Probleme gestellt. Und da muss man absolut den Hut ziehen. Also als Torhüter ist es einfach das Beste, was passieren kann, wenn du hinter so einer Abwehr spielst. Ich bin eigentlich recht zufrieden insgesamt. Wir haben beide Spiele gewonnen, auch deutlich gewonnen, aber wir haben uns auch gesteigert in den Bereichen, was wir unbedingt steigern wollten. Oder das war eine deutlich bessere Abwehr hinzukriegen, eine aggressivere Abwehr als in einem Hinspiel. In dieser kurzen Zeit, wie wir zusammen waren, bin ich sehr zufrieden, wie die Mannschaft gearbeitet hat. Und wir sind schon ein deutliches Stück weitergekommen.